Bürger für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Schulen waren die vergessenen Orte der Pandemie. So Professor Ludger Wössmann, einer unserer wichtigsten Bildungsforscher, in Sorge um eine verlorene Generation, wie wir Freien Demokraten auch, und deshalb unser Antrag. Massive Lernrückstände zum einen. Schlimmer noch, wir wissen nicht, wie wir die mannigfaltigen psychischen Probleme jugendlicher Entwicklung auffangen. Laut COPSI-Studie der Hamburger Uniklinik leidet seit Corona jeder und jede Dritte unter den 7- bis 17-Jährigen an Angstzuständen, depressiven Symptomen und psychosomatischen Beschwerden. Wir Freien Demokraten, wir haben für offene Schulen gekämpft, denn deren Lockdown war menschlich ein Desaster für die junge Generation. Die Bundesregierung hatte und hat keinen Plan für Schule. Nur das Prinzip Augen zu und durch. Fragen Sie die Bundesschülerkonferenz, den Deutschen Lehrerverband, den Bundeselternrat. Alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wie beispielsweise bei mobilen Luftfiltern, vor deren angeblichen Gesundheitsgefahren die CDU-Kollegin Thiemann im November 2020 hier an diesem Pult noch gewarnt hat. Kollege Sattelberger, jetzt 9 Monate später, Kollege, legt die Bundesregierung ein Förderprogramm auf. Bodenlos, zu spät und zu wenig. Kollege Sattelberger, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Rottmann? Im Augenblick nicht. 2/3 der Schulen sind heute ohne Luftfilter. So durchschlägt man keine gordischen Knoten. Schulen müssen ab sofort unbürokratisch Luftfiltergeräte selbst anschaffen dürfen. Und jetzt und in der kommenden Legislatur überfällig eine Grundgesetzänderung weg vom Kooperationsverbot hin zum Gebot, ein Digitalpakt 2.0 mit systematischer Entschlackung der Verwaltungsprozesse und eine Bildungspolitik, liebe Frau Karliczek, nicht auf Schläfrigkeit getrimmt, sondern auf Agilität. Doch zuallererst brauchen wir angesichts einer möglichen 4. Welle schnellstmöglichst eine Sondersitzung von Kultusministerkonferenz und Bundesregierung mit einem Ergebnis, eine staatliche Garantie für pandemiefesten Präsenzunterricht an allen Schulen. Junge Menschen haben Handeln verdient, anstatt der Kettenverlängerung ihrer epidemischen Lage. Schön, dass Sie da sind, Frau Ministerin. Zum letzten Mal, Frau Karliczek, ran an den Speck. Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Rottmann das Wort.